Es ist endlich soweit. Die European Maccabi Games können langsam beginnen. Die Athleten kommen an. Die ersten Wettkämpfe stehen bevor. Doch nicht nur die Sportler, Helfer und Organisatoren scharren ungeduldig mit den Hufen. Nein, denn jede Menge prominenter Paten sind mindestens genauso aufgeregt. Ich glaube, das wird ein buntes, großartiges Fest mit verschiedensten Kulturen, großartigen Sportarten. Und natürlich das Miteinander zwischen den jüdischen Sportlern und den nicht-jüdischen, das ist schon ein großartiges Zeichen und deswegen freue ich mich sehr. Aus Unterhaltung, Sport und Politik kommen die bekannten Gesichter, die jeweils einer Sportart die schützende Hand auflegen. Von Jerome Boateng bis Ursula von der Leyen, von Dmitri Ovtcharov über Schachcrack Arkadi Neidic bis zu Hockeygott Martin Hehner. Wenn man jetzt sieht, über 2000 Sportler kommen da aus 30 verschiedenen Ländern in 20 verschiedenen Sportarten, dann denke ich, dass es ja eine Riesenveranstaltung wird. Vor allem finde ich natürlich auch toll, dass es hier in dieser historischen Stätte stattfindet, also was ja sicherlich, sage ich mal, wenn man die Geschichte Deutschlands auch betrachtet, nicht ganz so einfach ist. Deswegen habe ich einfach die Erwartungen, dass das fröhliche Spiele werden, dass der Sport im Vordergrund steht. Diese Maccabiade hat natürlich auch einen Oberpaten und das ist kein geringerer als Marcel Reif. Er kommentiert ja nicht nur bei Sky, sondern führte auch durch die Auslosung der Spielsportarten. Eine Maccabiade in Berlin. Natürlich wirst du den historischen Hintergrund und den gesellschaftlichen Zusammenhang nie wegtun können. Aber dass das eine normale Sportveranstaltung hier ist, eine jüdische normale Sportveranstaltung in Berlin im Jahr 2015, super. Also ganz viele prominente Gesichter und jetzt genau hingehört, denn Martin Hehner, Marc Zwiebler, Pascal Roller und Sarah Böwe haben ihr Kommen schon zu 100% bestätigt. Also macht's ihnen doch einfach nach. Gönnt euch das ganz große Spektakel einmal live und seht neben Spitzensport auch noch Spitzensportler.